Ich möchte dir jetzt gern zeigen, wie du Toe-Up-Socken, also von der Spitze nach oben gestrickte Socken, schön elastisch abkettest. Und zwar so, dass sie wirklich sich super dehnen und so, dass du hier auch keinen runden Anfang sehen kannst. Also um genau zu sein, war der Rundenübergang, glaube ich, hier irgendwo in der Gegend. Aber wie du siehst, siehst du nichts und du siehst keinen Übergang. Genau, hier ist der Rundenübergang. Das fühle ich daran, dass ich da vernäht habe. Aber du siehst, die Zöpfchen laufen fortlaufend durch. Und elastisch ist er auch. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Um das jetzt abzuketten, bin ich natürlich fertig mit meinem Bündchen. Und ich benutze hier ganz kurz das Adi-Sockenwunder. Das zeichnet sich dadurch aus, dass ich eine lange Spitze und eine kurze Spitze habe. Denn auf der linken Seite muss ich nur festhalten, da ich Rechtshänder bin. Und rechts ist es schöner, wenn ich da eine lange Spitze habe als Hebel. Ich habe hier ein Bündchen, das ist rechts verschränkt und links. Das zieht sich schön zusammen und ist dementsprechend schön elastisch. Und wir stricken dieses Bündchen quasi in der Reihenfolge ab. Also die rechten bzw. hier rechts verschränkten werden auch rechts verschränkt gestrickt und die linken werden dann auch links gestrickt. Wenn ich mit dem Abketten also anfange, dann stricke ich die erste rechts verschränkt und die nächste links. Dann liegt der Faden hinten und ich steche mit meiner linken Nadel wieder von links nach rechts hier in diese beiden Maschen ein. Dann habe ich die auf der linken Nadel und auf der rechten Nadel gleichzeitig. Dann hole ich mir den Faden und ziehe den durch beide Maschen durch. So, jetzt habe ich hier eine Masche, stricke die nächste, die kommt rechts verschränkt, leg die beiden wieder auf die linke Nadel und strick die nochmal rechts verschränkt zusammen. Du musst dabei darauf achten, dass du dir den Faden auch gut durchholst und nicht hängen bleibst. Die nächste ist links, die stricke ich dann auch links. Leg die beiden Schlaufen, die ich rechts habe, wieder auf die linke Nadel und hol den Faden dann wieder neu durch und strick die nochmal quasi rechts verschränkt zusammen. Das heißt, du hast rechts immer eine, die wir gerade gearbeitet haben, arbeitest eine neue dazu und dann die beiden auf die linke Nadel. Die rechte kann dann gleich drinnen bleiben, holt den Faden und zieht den hier durch und dann habe ich um eine Masche reduziert. Dann wieder eine linke Nadel durch und durchziehen, die rechte durch, wieder beide auf die linke Nadel, Faden holen und durchziehen. Und jetzt siehst du, ist das hier von oben ganz hübsch und sieht halt aus wie ein normaler Abkettrand, aber der ist halt viel, viel elastischer. Ich kette jetzt mal die Runde rundherum ab und wenn ich am Ende angekommen bin, zeige ich dir noch, wie du die Runde schließt, so dass man quasi den runden Anfang überhaupt gar nicht mehr sehen kann. Im Übrigen, wenn du jetzt hier ein ganz normales Bündchen mit einer Masche rechts und einer Masche links hast, dann strickst du die auch, wie die erscheinen. Also eine Masche rechts, eine Masche links. Hast du ein Bündchen, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, dann kettest du das natürlich auch genauso ab. Also zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Du strickst halt die nächstfolgende Masche auf deiner Nadel immer so, wie sie erscheint. Und das Abketten funktioniert dann immer, indem ich die gerade gestrickte Masche mit der Masche davor nochmal zusammenstricke. So, wie gesagt, ich mache das jetzt die Runde rum und am Ende zeige ich dir noch, wie ich die Runde schließe, so dass man den runden Anfang nicht sehen kann. So, ich bin jetzt bei meiner letzten Masche angekommen. Die kette ich natürlich auch
in dem System ab, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Und jetzt hole ich keine neue Masche mehr. Also hier wird ja gerne noch mal eine Luftmasche gemacht, aber die mache ich nicht, sondern ich ziehe das hier schon mal ein bisschen raus, nehme mir dann eine Schere und schneide den Faden ab. Und jetzt kann ich mir schon meine Nadel nehmen, die ich zum Vernähen nehme, und ziehe mir den Faden hier durch. So. So liegt der da jetzt. Und dann fädel ich den Faden natürlich auf. Und jetzt vernähe ich die letzte Masche, und zwar so, dass ich die mit der nächsten Masche so verbinde, dass hier eine weitere Masche entsteht. Und zwar ist hier unser Anfang. Da haben wir angefangen. Das heißt, hier ist die erste Masche, die da quer rüber geht. Die zieht sich immer so ein bisschen zusammen. Die erkennst du dadurch, dass die aus der ersten Masche hier rauskommt. Und unter diese zwei Stege gehen wir drunter. Da. Einmal runter. Durchziehen den Faden. So. Und jetzt sind wir ja hier oben rausgekommen. Da. Ne? Wir sind hier rausgekommen, da runtergegangen. Und hier gehen wir wieder rein. Und dann gehe ich gleich hier auf die andere Seite rüber. Und wenn ich das jetzt zuziehe, dann siehst du, dass ich hier quasi eine Masche nachgemalt habe. Und dass dadurch der Rundenanfang genauso aussieht wie alle anderen Maschen. So, jetzt kann ich meinen Faden nehmen und den hier einmal vernähen. Das mache ich immer gerne in den rechten Maschen, indem ich hier so rundherum gehe. Also immer hier lang. Das mache ich meistens, weil ich Socken ja gerne sicher vernähen möchte für die Länge des Bündchens. So, da bin ich einmal unten angekommen. Kann ich den durchziehen und dann siehst du, der verschwindet hier komplett drin. Und den sieht man gar nicht. Dann gehe ich hier einmal quer rüber, komme auf der anderen Seite wieder raus und gehe hier jetzt wieder auf die gleiche Art und Weise zurück. Das heißt, ich umschlinge hier immer die rechten Maschen. So. Da oben sehe ich gerade, dass ich den noch gar nicht richtig runtergezogen habe. Kann ich natürlich nachjustieren, indem ich hier nochmal ziehe. Dann aufpassen, dass du nicht an der falschen Seite ziehst. So, dann bin ich da wieder oben angekommen. Durch. Dann gehe ich hier nochmal quer rüber. Weil ich mag das nicht, wenn der Faden nach oben rauslugt. Und dann gehe ich hier einfach noch mal ein paar Maschen nach unten. Und dann ist der auch vernäht. So, dann kann ich den Faden jetzt abschneiden. Und wie du siehst, sieht man den Faden nicht. Und unser Bündchen ist wirklich schön elastisch und du kannst das halt hier am Bund auch schön auseinanderziehen und springt dann auch wieder schön zurück. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Wenn dir mein Video gefällt, kannst du natürlich gern meinen Kanal abonnieren oder dir andere Videos anschauen, zum Beispiel, wie man dieses wunderschöne Muster hier strickt.